Hallo auf Hashtag KKL, Kunst, Kultur, Literatur, das Magazin, der Kanal und die Initiative. Und auf dem Kanal unterhalte ich mich ja mit interessanten Menschen, sympathisch sind sie auch immer, über interessante Themen. Das möchten wir heute auch machen. Wir wollen noch geistig zwei weitere Personen ins Boot holen. Aber physisch ist natürlich der liebe Bernhard Hovertitsch wieder da. Ich grüße dich. Ja, hallo, grüß dich, Jens. Wir haben eine schöne Überschrift und das wollen wir beackern, sozusagen in Anführungsstrichen. Wille als Zentrum des Gedankens. Und da haben wir mit ins Boot geholt, geistige Natur, Schopenhauer, Mentor, Lehrer von Nietzsche und die beiden wollen wir mit einbeziehen. Wille, ja, was hat es denn damit auf sich? Warum nehmen wir denn diese Überschrift und warum ziehen wir die beiden mit ein? Na gut, es gibt einmal natürlich dieses berühmte Werk von Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, in der er sozusagen diesen wesentlichen Lebenswillen des Drangs der Natur zu sein in den Vordergrund stellt. Ja. Und Friedrich Nietzsche hat dieses Willenskonzept in gewisser Weise insofern übernommen, als es im Gegensatz zu Schopenhauer, der das verneinte, ja, dessen Erfahrungen die war, dass das alles schlecht ist, dass man einfach Leben bedeutet Leid. Ja, das hat er sozusagen aus seinen Indienbesuchen auch mitgebracht, ja, und mit seinen Erlebnissen. Und Nietzsche hat diesen Willensbegriff genommen und hat ihn massiv und absolut umgedreht und affirmiert, ja, komplett bejaht. Das ist eigentlich so der Trick, den Nietzsche dann genommen hat aus Schopenhauer und ja, das ist sozusagen das, was mit dem Willen ausgeht. Aber das ist halt bei Nietzsche immer so, da gibt es, sage ich mal, immer Widersprüche. Ja. In der Götzendämmerung spricht er vom Irrtum des freien Willens, ja, als Beispiel, wo er uns klar macht, dass die Theologen einen Trick angewandt haben mit dem freien Willen, nämlich dass sie die Menschen auf diese Weise schuldig machen können, ja, weil er jetzt plötzlich Verantwortung übernimmt. Ja. Und wir haben das sogar heute im Grundgesetz. Mehr oder weniger auch, der freie Wille ist die Basis überhaupt einer strafrechtlichen Verfolgungsmöglichkeit. Ne? Und das hat der großartige Psychologe und differenzierte Denker Nietzsche sich immer hervorragend ausgesucht, ja, und auch geschrieben. Ja. Und selbst Nietzsche-Kritiker und Menschen, die ihn nicht mögen, können eins nicht widerstreiten, dass er ein brillanter Autor ist. Ne? Ja, und er hat ja uns auch ein bisschen geprägt mit Gott ist tot und wir haben ihn getötet sozusagen. Und damit besagt er ja eigentlich auch schon von wegen, also geh mal weg von diesen Götzen, sage ich mal so, von diesen anderen, sondern geh mal zu dir. Und da hat er ja in Zarathustra noch den Übermenschen geschaffen und der ja mehr oder weniger dann aus dem Willen oder freien Willen dann sozusagen entsteht und hat es so auf den Menschen bezogen eigentlich, das, was normalerweise die Aufgabe der Religion vorher war, von Gott war oder von anderen Götzen, wollte er eigentlich erklären, so verstehe ich das auch ein bisschen, dass wir es selber sind, die, ne, was auch immer. Ja, richtig, ja. Das ist seine Kritik auch an den Götzen, die drei großen Götzen, die er kritisiert, sind ja einmal der Sozialismus, dann der Kapitalismus und der Nationalismus, ja, die er massiv kritisiert. Er war übrigens auch und deswegen niemals für die Nationalsozialisten gebrauchbar, ja, wobei die Götzen im Namen schon vorkommen, die Nietzsche abgelehnt hat, ja, abgesehen davon, dass er nichts weniger mochte als Antisemiten, ja. Ja. Und genau, Was aber deswegen. gerne mal, sorry, was aber gerne Ja. mal falsch verstanden wird durch seinen Übermenschen gesehen, ne, diesen Übermenschen, und da Ja, wurde ja. er schon mal gerne in diese Ecke da reingedrückt, ne, obwohl es für ihn überhaupt nicht in Frage kam, weil, wie gesagt, alles, was fremd Götzen gesteuert war, war ja genau das, war ja genau seine Kritik, ne? Ja, einerseits. Andererseits halt hat er schon eine Ontologie der Herrschaft. Er hat ja diesen Antagonismus ganz klar aufgebaut. Ja, die einen sagen, das hat er von Hegel, die anderen sagen, das heißt, die Dialektik Hegels, die er da sozusagen verfolgt. Ja, andere, aber das sieht man schon, dass das Sklaventum auch sehr stark naturalisiert, also biologisiert, ja, und eigentlich keinen Begriff hat von einer komplexen Ökonomie, wie sie bei Marx vorkommt. Ja. Also das automatische Subjekt bei Marx, das der sozusagen mit bitterer Ironie beschreibt, das hat der Nietzsche im Prinzip ja naturalisiert, biologisiert. Ja. Das wirft man ihm auf der einen Seite vor, das kann man machen, ja, und darin
gibt es auch wirklich immer wieder Ausdrücke, die man einfach schlicht und ergreifend nicht übersehen kann, die man auch nicht schönreden kann. Ja, also ein Vernichtungsgedanke gegenüber dem Schwachen, denjenigen, die keine Bedeutung haben. Ja, also diese extrem aristokratische Sichtweise, die Nietzsche auch zum Ausdruck bringt, das kann man, darf man auch nicht überlesen bei allem. Ja, da muss man Ja. ihm immer wieder auch kritisch begegnen, sonst macht es auch keinen Sinn. Das darf man ja auch. Ne? Ja, Ja. klar. Und das ist halt das, was er immer wieder dieses Widersprüchliche oder was zumindest für viele widersprüchlich erscheint, ist genau deswegen, weil er war ja im Prinzip, dieses Individuum war ja großgeschrieben, ne? Aber und die Gleichschaltung war irgendwie eher negativ, aber widerspricht jetzt auch wieder dem, was du jetzt gesagt hast. Also das Widersprüchliche war schon immer irgendwie da bei ihm, ne? Ja, also ein Denker, der sich halt, und das glaube ich, das macht ihn halt aus, er ist so ein konzeptioneller Denker im Prinzip, ja, kann man sagen. Also im konzeptionellen, lexikalischen Sinne, ja. Und da kann man sagen, das ist halt einfach auch das, was in der Moderne drin steckt. Und auch wenn er sich immer als unzeitgemäß betrachtet, steckt sehr viel Zeitgeist auch in Nietzsche drin. Ja, das darf man auch, muss man auch mit einbeziehen. Das ist mehr Zeitgeist, als ihm wahrscheinlich selber lieb ist, ja. Und deswegen konnte er natürlich auch zum führenden Denker der Jahrhundertwende und der Moderne werden. Ja. Und gilt dann in der Rezessionsgeschichte so ein bisschen, gerade bei den Franzosen anfangs, ja, bei den Briten anfangs als Vorbereiter dieses wilhelminischen Eroberungsdrangs. Ja. Wobei auch da wieder Nietzsche hat sich letztendlich, nachdem er in Basel aufgehört hat und nachdem er noch beim Deutsch-Französischen Krieg als Sanitäter dabei war, letztendlich komplett die deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben, nachdem der Staat gegründet war, weil er mit dem nichts zu tun haben wollte. Ne? Also auch dem widerspricht, es ist auch da wieder so dieses Spiel, wo man sagt, okay, was, glaube ich, bei Nietzsche dann da am Ende fruchtet, ist insgesamt, ist er ein Diagnostiker seiner Zeit. Ja? Und man darf ihn nicht als Therapeuten nehmen. Ne? Ja, so hat es mal einer ausgedrückt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Ottmann war das. Ja, der hat das so dargestellt in seiner Nietzsche-Darstellung. Und ich glaube, da macht es wirklich auch Sinn, weil er den Verfall und den Nihilismus, der dann kam und der bis heute existiert, ja, weise vorausgesehen hat. Also Nietzsche ist ein Analytiker, den man heute noch sehen kann. Ja. Und der finde ich besonders gut auch in der Rezeption der französischen Poststrukturalisten aufgegriffen wurde. Michel Foucault, Jacques Derrida, ja, die haben den aufgegriffen, diese Kritik am Logozentrismus, am Eurozentrismus auch, ja, wie wir Begriffe verwenden. Das bringt auch in der Götzendämmerung noch sehr schön raus, ja, wo er die Philosophen kritisiert, dass ja, im Prinzip Mumifizierer des Begriffs sind. Ja. Sie ägyptisieren den Begriff, ja, und sehen nicht, dass die Begriffe eine eigene Ontologie haben, eine Geschichte mitmachen und so weiter. Dann nimmt er eigentlich Derrida schon voraus. Ja. Ja, Und er ich finde mochte das. das ja sowieso nicht. Also er mochte ja auch den, deswegen ist er ja in Deutschland ausgetreten, sage ich mal so, weil es fing ja damals schon diese, ja, Nationalismus noch nicht so an, aber es war schon alles so ein bisschen scheinbar in die Richtung. Und das mochte er nicht. Und er hat auch mal, glaube ich, gesagt, ja, dass die Deutschen es auch gar nicht dürfen. Franzosen, die dürfen das. Also er war so eher so ein bisschen in diese Richtung. Er mochte also, weil es, glaube ich, auch immer um Macht ging. Ne? Es geht ja auch immer um Macht. Ne? Das hat er auch untersucht, meiner Ansicht nach so. Und wenn das sich das so konzentriert hat in eine Richtung, das war irgendwie nicht so, ne? Es ist Ja, ein Therapeut, aber ein Impulsgeber schon für die heutige Zeit auch und für viele auch durch seinen Individualismus, ne? Dadurch schon, ne? Dass wir also selber diejenigen sind, die eigentlich uns, ne? Die sozusagen denken sollten, fühlen sollten und auch das die entscheiden, von was. selbst hinauskommen. Genau. Echt, das ist der Wille zur Macht, den ja leider Gottes auch wieder so eine Fehlentwicklung war, auf Grundlage dessen, dass seine Schwester, die Elisabeth, es dann später kompiliert hat. Er hat ja tatsächlich ein Hauptwerk Wille zur Macht ausführend geplant, aber die Schwester hat einfach da etwas zusammengestellt, was dann
der Oberbeck, sein Freund, dann auch wieder dem widersprochen hat, so kann man den Nietzsche nicht darstellen. Also da gibt es auch in der Nachbereitung, hat er einfach echt Pech gehabt. Ja. Also in seinem Leben hat er oftmals einfach Ablehnung erlebt, die ungerechtfertigt war und später dann so nochmal. Aber der Wille zur Macht ist auch so ein Missbrauch. Ja. Da wird es eigentlich wirklich spannend, wenn man sieht, was ich halt finde, da kommt dieses apollinisch-dionysische Gegensatzpaar heraus, das ja ganz wesentlich seine Erkenntnis war, ja, auf die dann auch Thomas Mann sich stützte und so weiter. Ja. Die Natur, ja, ist überhaupt nicht sparsam, ja, sondern die gestaltet eine unglaubliche, fast schon grenzwertige Überfülle, ja, breitet sie aus. Ja. Es ist der Wille zur Macht, das sich einverleiben. Das Wort nimmt das selber oft her, das permanent da ist. Und das ist natürlich dann immer das Grenzwertige. Alle Lebewesen streben danach, die Dinge einzuverleiben, sich einzuverleiben, größer zu werden, zu wachsen, sich auszubauen. Ja. Das ist dieser Wille zur Macht, den er kreiert. Ja. Und das ist eben auch im Zeitalter des aufkommenden Darwinismus geschrieben worden. Ja. Das darf man nicht vergessen, dass das damals eben auch im Zentrum des Denkens stattfand. Und im Zusammenhang eben auch mit der Entkernung aller religiösen Vorstellungen, weil keiner mehr wirklich an irgendwas glaubte, kam jetzt eben als Ersatz dann diese Natur, die aber auch gleichzeitig wieder kritisiert hat. Ja, und der Und gerade in seinem. Kapitalismus gespiegelt eigentlich auch von diesem Prinzip her aufbaut, ne? Ja, Dieses ja. ständige Wachstum, ne? Der Wille nach Wachstum und im Prinzip, ne? Nur in der Natur juckt es keinen, weil es Natur ist, nur im Kapitalismus juckt es einen, weil die Ressourcen verbraucht werden, die Umwelt verschmutzt wird, whatever, ne? Ja, und klar, ja, also das ist sein, wo ich sage, das ist eben das Konzeptionelle. Sein Kapitalismusbegriff ist, sage ich mal, sehr wenig differenziert, ne, kann man sagen. Das ist wirklich etwas, was natürlich mit der ganzen Logik, die bei Marx zustande kommt, mit der Warenzirkulation, Geldzirkulation und so weiter, gar nicht vergleichbar. Aber was er dafür hat, ist dann eben die Kritik daran, in der Aussage oder dem Gedanken der ewigen Wiederkehr des Immergleichen. Das ist eigentlich, finde ich, somit immer der spannendste Gedanke, den Nietzsche für mich persönlich eigentlich immer entwickelt hat. Wenn man das insgesamt aufgreift, weil er sagt, dass das Universum erscheint uns vielleicht unendlich, aber es ist endlich. Ja. Was aber unendlich ist, ja, das ist die Kraft, die in ihr wirkt. Ja. Die ist immer gleich, die hat sich nie abgeschwächt. Also der Schnee ist so kalt heute wie vor 100.000 Jahren. Ne. Da hat es keine Veränderung. Die Sonne scheint so kräftig, gut, heute gibt es eine Sonnenfinsternis, die Sonne scheint so kräftig wie vor 100.000 Jahren. Das hat sich nicht abgeschwächt. Die Natur ist also sozusagen, die Kraft ist immer da, immer gleich, aber innerhalb dieser Endlichkeit, die wir nicht fassen können, ja, ist alles schon mal da gewesen. Genau, wie der Ist Mensch die alles schon. gleichen Probleme hat wie vor zigtausend von Jahren, als Genau, wir noch ja. in der Höhle gekratzt haben. Genau. Ja. Und Ja. das ist dann so der sehr spannende Gedanke, wenn du das dann dir klar machst und eine Entscheidung triffst, ja, eine Entscheidung innerhalb dieses, dann wird diese Entscheidung, das wird dann, diese Entscheidung wird so, die wird dann immer wieder kommen. Ja. Das Ja. ist eigentlich irre. Dieser Gedanke ist irre, weil der, ich finde, ich schon noch einen gewissen Stress auslöst die Zufälligkeit unserer Entscheidungen, die uns irgendwo hintreiben, ja, und dann am Ende eine lebensentscheidende Situation schaffen, das sind ja oft völlig banal. Ja. Ja. Ja, das ist diese Endlich-Unendlichkeit, die in uns ist. Genauso wie das schöne Beispiel, wenn du, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, in den Himmel schaut und auf der einen Seite sind wir begrenzt, auf der anderen Seite, weil wir halt nicht dahin kommen, aber auf der anderen Seite kommen wir doch dahin, weil wir dahin schauen können, ne? Also, und unsere Vorstellungskraft, ne? Obwohl es auch wieder begrenzt ist, weil wir in Raum denken. Also wir denken ja in Raum und das ist ja allein schon eine Grenze. Mehr oder weniger. Ja, also bei Nietzsche vielleicht
die Frage, weil das ist auch das Interessante, wo das die Nietzsche-Konzeption bei Musils Parallelaktionen. Ja? Dieser Parallelaktionen, der von Mann und Eigenschaften spielt ja auch Nietzsche eine entscheidende Rolle, ja? Weil er sozusagen die Wirklichkeit auf der einen Seite und das Denken und Fühlen auf der anderen Seite, ja, das völlig abstrakt und mit dem eigentlich Wirklichen nichts zu tun hat. Und das ist das Mögliche bei Musil, ja. Und das Mögliche fließt in das Wirkliche ein. Ja. Wie? Ja. Wie verändert sich die Wirklichkeit durch das, ja, was nicht da ist? Ja. Das ist ja nicht da. Wie passiert das? Und diese Parallelität ist eigentlich das Entscheidende. Das ist, glaube ich, auch eine Nietzsche-Konzeption, wenn er sagt, wenn ich irgendeine Entscheidung treffe oder irgendwas tue, ja, irgendwas ansehe, irgendwas einen Spaziergang mache, ja, und diese tiefen Erfahrungen habe, ja, gegenüber diesem einfach bloßen Seienden, dann ist es das, was dieses Influieren dann sozusagen ermöglicht. Ne? Ja, das wäre so ein esoterisches Konzept, sage ich mal, das man da sehen könnte. Ne? Also sehr, sehr naturphilosophisch. Ne? Genau, naturphilosophisch gesehen ist ja vielleicht Esoterik, ne, wenn man so ein bisschen, Ja, ne, in gewisser Weise, ja, weil, wie zusammen. gesagt, ja, wenn man es begrifflich sieht, ist Esoterik einfach nur ein vertiefteres Wissen gegenüber der Exoterik, ne, im Prinzip. Ne. Genau, was keiner weiß, aber jeder weiß es trotzdem, weil es esoterische Bücher gibt und dann ist ja das Geheimnis dann schon ausgeplaudert sozusagen. Der Ja, Begriff ist eigentlich falsch. bei den esoterischen Büchern wird es halt ein Label, ne? Ja, Ja, und ja. dann ist es einfach Quatsch oft, was da drin Ja, steht. ja. Ja. Der. Esoterik wird es dann, wenn du etwas vertiefst, ja, und Ja. irgendwann versteht dich keiner mehr. Mir geht es öfters so in Vorträgen, ja, da merke ich, jetzt versteht mich keiner mehr. Ne? Also wenn ich was Das so, ist gut. wenn ich wenn ich von den semiotischen Sphären von Lottmann spreche, dann versteht mich ja keiner mehr. Ne? Ja. Ja. Dann muss ich Was wieder machst du abrüsten. dann? Was machst du dann? Da muss ich abrüsten. Ja, muss ich einfach sagen, sorry, das kann ich euch mal in Ruhe irgendwo anders erklären. Ja. Schopenhauer, hast du vorhin gesagt, dass er das sich am Leid orientiert hat, sag ich mal. Das sind ja Reize, ne? Also wir verändern oder wir lernen oder wir verstehen oder kriegen Erkenntnisse ja durch Reize, ne? Das eine ist der Schmerz und das andere ist die Freude. Glaubst du, das war nur das Leid, Schopenhauer, oder ist das, meint der Reiz? Ja, er spricht da eher vom Trieb, ne? Ja. Und das ist natürlich der platonische Gedanke, der dahinter steckt, ne? Ja. Ganz simpel gesagt, weil es ja immer so ist, dass ein bestimmter Reiz sozusagen, also was weiß ich, angenommen, ich habe jetzt Hunger, das ist ein Schmerzgefühl, dann still ich den Hunger, das ist das Lustgefühl, ja, und hinterher habe ich Bauchschmerzen, das ist das Leidgefühl, ne? Ganz simpel, ne? Ja. Hast du das Falsche gegessen, bitte? Ja, so in der Richtung. Oder zu viel einfach, weil ich das Bedürfnis nicht kontrollieren habe, ne, sozusagen. Also super einfach gesagt. Mein Vater hat das so schön auf den Punkt gebracht, ganz platonisch. Der hat gesagt, ab und zu haue ich mir mit dem Hammer auf den Zeh, ne, weil es so geil ist, wenn der Schmerz nachlässt. Genau. Ja, das ist Platon, ja, im Ja. Prinzip. Das hat er, und den mochte ja der Nietzsche einerseits nicht. Ja. Er hat immer vom platonisch-christlichen Weltbild gesprochen und das sozusagen verteufelt. Ne. Und er hat ja alles dann, was sozusagen ab Sokrates kam, für einen Verfall gehalten. Ja. Alles davor, ja, war für ihn sozusagen gerade das Tragische, ja, war für ihn zentral. Ja. Und das hat er eben bejaht. Er hat die Barbarei bejaht. Ja. Das ist ja der Unterschied dann letztendlich dazu, was Schopenhauer sah, dass er als Kulturphilosoph das nicht gut gefunden hat. Und jeder vernünftige Mensch würde sagen, Barbarei ist nicht gut. Ne? Ja. Und dann kommt dieser Nietzsche und sagt, nö, das ist genau das, was sein muss. Ne? Ja. Hau drauf. Ne? Ja, das ist die Ja, Art der Kraft. das, wo wir wieder in Richtung, was ist am Ende Freiheit, ne? Also Wille und eigener Wille und Freiheit.
Wo fängt sie an, wo hört sie auf, wo ist die Grenze, ne? Wenn man in die Freiheit des anderen oder ist Chaos eigentlich was Positives oder nicht, ne? Wo geht ja auch in diese, in diese Richtung, ne? Also auf der einen Seite Individualismus, ja, was aber auch wieder bedeutet, dass wir schon ein bisschen gleichgeschaltet sein müssen, damit eine Gesellschaft irgendwie oder damit das System funktioniert, ne? Ja, also Eine Polarität da Kulturbegriff, drin, ne? ja, das ist der sehr aristokratische Kulturbegriff bei Nietzsche, dass er sagt, ich meine, es muss halt Sklaven geben, damit es Genies gibt, ne? Simpel gesagt, ne? Die halt in aller Ruhe ihr Ding machen können. Er sagt, wer 2/3 seiner Zeit nicht zur Verfügung hat, ist ein Sklave. Ne? Das heißt, egal ob er Minister ist oder König, ja, wenn er 2/3 seiner Zeit nicht für sich zur Verfügung hat, ist er ein Sklave. Ne? Das heißt, die Massen, die damals schon aufkommenden Massenmenschen, ja, hat er ja schon gesehen, ja, als ein Riesenproblem. Ne? Das ist der Gegensatz zum Individuum, das aber dann letztendlich immer veredelt erscheint. Ja, und das ist das Problem dabei. Ne? Dass er dem Arbeiter, im Sozialismus sozusagen, sowas nicht zutraut. Ne? Keine eigenständige Obwohl es Bildung hat. vielleicht auch einer ist, ein Sklave. Ja, genau. Ja, Ja, es klar. ist ja die Frage, wie wir das definieren, ne? Also wir kennen das ja aus irgendwie eher so scheußlichen negativen Sichten, aber auf der anderen Seite, sag ich mal so frech, hätte schon jeder sehr gerne einen Sklaven, um irgendwie was abgenommen zu bekommen oder sonst irgendwas. Also diese Kategorisierung wird schon, ne? Also die geistvollen Menschen ein bisschen höher gestellt und die eher noch in Richtung Animalischen, ne? Das ist ja auch immer so, in Richtung Tierwelt sozusagen, die können dann ausführende Dinge einfach machen. Ist vielleicht im Menschen verankert, weil die Macht, meiner Ansicht nach, ist einfach, der Mensch ist ein Machttier oder ein Machtwesen. Und dadurch gibt es diese Probleme einfach, die wir haben, ne? Sag ich mal so, weil wir machtstrebend sind. Ja. Jetzt habe ich was gesagt. Ja, Ja, weil das Wort Macht halt natürlich irgendwie, sage ich ja gut, mal, muss man. genau, ein schillernder Begriff ist, Ja. den man auch erstmal sortieren muss. Was ist damit gemeint? Ne? Und Also Macht über, ne? Macht über. So, um das ja, über also. andere, über etwas, über Situationen, über den Weg. Ne? Ja, also zum Beispiel möchte ich jetzt die Macht darüber haben, ob ich jetzt noch einen Kaffee trinke oder nicht. Ja. Simpel gesagt, das ist auch eine Form von Macht. Das ist, genau. Ja, ob ich mir noch einen mache oder nicht, ob ich mir noch einen kaufen kann oder nicht. Ja, das ist ja auch Macht, Geld, Money. Ja, wird ja heute besonders als Statussymbol der Macht gesehen. Ja. Ja. Je mehr Geld ich habe, desto mehr kann ich damit machen. Ja. Angeblich, was aber nicht stimmt, ja, weil ich ja durchaus auch viele, viele Dinge nicht machen kann, weil ich zu viel Geld habe, ja, Ja. die wiederum der Ärmere machen kann. Also da muss man den Machtbegriff ganz, ganz interessanterweise differenzieren. Und bei Nietzsche ist der Machtbegriff bei Menschen, das hast du ja schon gesagt, auf das Individuum angesiedelt, indem er sich selbst überwindet. Ja. Das ist der zarathustrische Übermensch, der sich selbst überwindende, ja, der nicht bei sich stehen bleibt und glaubt, so bin ich halt, sondern der da über sich hinaus wächst. Ja. Ja. Und genau, da Und ist es auch dann. er erkennt es auch. Er weiß das Potenzial, was er hat und Körper, Geist, Seele, whatever, ne, und weiß, dass er der Schöpfende eigentlich, Erschöpfende ist dadurch, dass er Gedanke als Ursache und die Wirkung dann als Handlung oder se etc. Also er versteht sich, ne? So sehe ich das, ne? Er versteht sich selber. Ja, ganz genau. Ganz genau. Der kommt dann auf diese Weise eben auch wirklich in vollster Weise zu sich. Ne? Das ist tatsächlich eine Bewusstwerdung, ne? Die dann auch mit drin steckt. Da steckt natürlich auch ganz viel von dem Evolutionsgedanken Goethes mit drin, ja? Des sich entwickelnden, entfaltenden. Ja? Dann letztendlich zu dem werden, was man eigentlich ist. Und
dann hat er den Zusammenhang mit dem, weil Zarathustra ruft es ja auch dann nochmal dezidiert aus: Gott ist tot, hast du es noch nicht gehört? Ne? Wir haben ihn eben umgebracht, wir sind seine Mörder, weil wir nicht mehr an ihn glauben. An was muss man jetzt glauben? An uns selbst müssen wir jetzt Genau, glauben. Nicht an den Kapitalismus, nicht an die Nation, nicht an irgendwelche rassistischen Vorstellungen, dass ich jetzt weißer bin oder so. An mich selber. Was wieder in die Naturphilosophie geht, weil wir den Samen von irgendwas betrachten, wo schon alles drin ist. Und der wächst und gedeiht, ne? Beim Bambus dauert es lange, aber dann kommt es heftig zum Beispiel. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was er auch vermittelt. Und Goethe war ja auch ein Naturphilosoph eigentlich, ne? Nicht nur ein brillanter Schriftsteller. Und das ist, glaube ich, das, was er auch mit Übermensch und Co. Und weitergeben wollte. Er hat es halt auf eine Art und Weise gemacht, die vielleicht ja herausfordernder war, sag ich mal so. Nicht als Guru, sondern nicht als liebender Guru, sondern als kritisierender, also andere Systeme schlecht gemacht, ja. Und so Ja, eine. also er schreibt, ich sag, Götzendämmerung mit das Philosophieren mit dem Hammer, ne? Ja. Ja, drauf. Also er hat schon richtig auch, und er war eben, wie gesagt, auch keiner, der Systeme ausgearbeitet hat, so erstens, zweitens, drittens, ne? Und dann schauen wir mal, ne, so allmählich und die Gedanken entfalten und dann belege ich das mit, ich zitiere dann nochmal den Philosoph, den Kollegen und den Kollegen, der das auch schon mal gedacht hat und so weiter. Und der hat einfach zack, bumm, ne, blitzlichtartig einen Gedanken aufgerissen. Ja, und das immer wieder auch die Gedanken mal wieder fallen lassen, an anderer Stelle wieder aufgegriffen. Ja. Also deswegen tut man sich auch verdammt schwer mit, man müsste im Prinzip Nietzsche permanent lesen, ja, und ja, und dann stößt man sozusagen wieder auf irgendwas. Also wenn ich Nietzsche, ich schlage ihn irgendwo auf und dann stoße ich auf was, wo ich sage, ja, natürlich, klar, ja, jetzt, und ich erkenne auch den durchaus historischen Zusammenhang, aus dem heraus er das denkt, ja, aber es ist natürlich die Rezeptionsform mühsam, ja. Ich glaube, Freiburg beschäftigt man sich ganz viel mit dieser Rezeption und versucht auch eben ein kommentierendes Nietzsche-Werk zu schaffen, ja, systematisch. Ja. Das ist eine Bärenaufgabe, die ja tatsächlich, das ist eigentlich fast faszinierend, dass wir das machen, ja, überhaupt, ja, dass wir dem das einräumen, dem Nietzsche. Ja, das ist schon ein erstaunliches Ding. Ja. Ja, er ist auch einer von den Philosophen, man kann ihn auch anders nennen als Philosoph, ist auch einer, den ich gerne, wenn es bei mir jetzt um Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialentfaltung geht, dass ich da gerne mal sage, ah, Zarathustra lesen ist gar nicht so schlecht. Ne? Weil da kann man sich schon, man kann sich schon ein bisschen was oder viel da rausholen. Und es ist sehr spannend. Ne? Also bringt auf jeden Fall weiter, weil es auch zeitlos ist und ein bisschen was rauskitzelt, finde ich, aus den Menschen. Ja, man muss sich natürlich auf diese poetische Sprache, dieses Ja, klar. ytterantische Sprechen einlassen, diesen weihevollen Ton, den Zarathustra Ja. spricht. Ja, klar, es ist ja auch in einer anderen Zeit geschrieben. Das muss man immer dazu wissen und sagen. Ja, Aber das ist und ein anderer. war schon in seiner Zeit antiquierend, bewusst archaisierend geschrieben. Er hat das Ja. echt in dem Tonfall antiker Dithyramben dargestellt. Ja. Also erinnert so ein bisschen an die ersten, ja, von Theophrast entwickelten pastoralen Gesänge. Ja. Im Stil ist das aufgebaut, ja, in gewisser Weise. Ja. Und so kommt er vom Berg herab, ja, und schildert dann, und er findet überhaupt niemanden, der ihm zuhört richtig. Ja. Und dann sagt er, ich will auch gar keinen mehr, der mir Ja, zuhört. genau. Also Dieser beleidigte Leberwurst ist er schon auch manchmal. ich finde es Aber sehr schön, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Aber es ist auf jeden Fall inhaltlich gesehen sehr, sehr hilfreich und kann Impulse auf jeden Fall geben. Von Schopenhauer ganz kurz, was darf man da gelesen haben? von Schopenhauer ist halt, finde ich, was ein immer was zugänglicher ist, sind die Aphorismen zur Lebensweisheit, die zu seinen Paralipomena gehören, ja. In denen er, finde ich, sehr schön auch erläutert, ja, als Charakterfestigung, was zu einem charakterfesten Menschen gehört. Ja. Also, das kann man da lesen, aber wie gesagt, auch von der vierfachen Wurzel des zureichenden Grundes, ja, klingt furchtbar kompliziert, ist
glaube ich, dann auch so seine Einstiegsarbeit gewesen, aber die finde ich halt sehr spannend, weil man sieht, dass da Schopenhauer eben auch ein gut ausgebildeter Wissenschaftler ist, der sich auf dem höchsten Stand der modernen Wissenschaften seiner Zeit befand. Ja. Und da also wirklich schon ganz tolle Sachen über unsere Sinneswahrnehmungen zum Beispiel darstellt. Ja. Also wie er Sehr die schon. spannend. Ja, Sehr, genau. sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir machen das Thema nochmal auf mit Willen und holen uns mal ein paar andere noch mit rein. Unsere Zeit läuft wieder ganz fürchterlich schnell. Auf jeden Fall sehr interessant und ich hoffe, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer konnten ein bisschen was rausziehen für sich. Auf jeden Fall lesen ist gut und ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Zunächst mal wunderbar, super. Okay.